Hallo und guten Tag zu unserer neuen Karte. Wundert euch nicht, dem Basti ist eine Festplatte abgeschmiert und somit müssen wir neu anfangen, da die Terraria-Karte drauf war. Und diesmal hostet jemand anders, der auch nicht Jan ist. Naja. Wer hostet dann bloß? Ich weiß es nicht. Ganz schwer zu erraten. Sammeln wir erstmal Holz, ne? Machen wir diesmal mal eine andere Methode und bauen uns diesmal ein Häuschen und nicht in den Berg rein. Wobei, ich würde gerne mal ein Stück nach rechts wandern, um erstmal zu gucken, wo hier so ein bisschen so die Grenzen sind. Weil so von dieser flachen Ebene, ich weiß nicht, irgendwie hat das mal was, wenn man vorher so in den Berg gearbeitet hat. Okay, Basti fightet wieder direkt. So. Oh, nicer Scheiß, Basti und ich haben direkt eine Kiste gefunden. Was ist drin? Weißt du was? Hier ist noch eine. Irgendwas komisches. Nimm alles mit. Irgendwas komisches. Climbing Claws. Jan, ich habe Seide gefunden für dich. Bau die sofort ab, die Kiste, ne? Macht der Jan gerade. Alter, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Alter, hier fängt schon wieder lila Korruption an. Es hat keiner Schleim für Fackeln dabei. Ich würde gerne wissen. Ich sehe nämlich nichts. Ja, ich glaube, hier ist aber auch Ende. Steinblock. Okay, also. Ihr Blindfische. Okay, da ist schon wieder so ein scheiß Viech. Wir sollten ein bisschen abhauen. Ja, Korruption solltest du jetzt auf jeden Fall noch nicht reingehen. Oh. So. Das heißt, in die Richtung laufen wir mal nicht ganz so weit. Aber nimm das Eisenzeug mit. Jo. Sehr nice. Weißt du, während dem Jan da unten arbeitet, hacke ich mal einfach die Bäume hier ab. So, ich bin ein bisschen traurig, weil eigentlich unsere andere Karte eigentlich ganz schick war bisher. Ja, wir waren gerade so gut dabei. Hauptsache, es ist einfach mal der dritte Anfang mit Terraria. Ja, aber... Für mich ist der zweite. Der zweite, aber allgemein der dritte. Oh, da ist ein Schleimi. Alter, hast du genug Erde? Hast du Erde? Lass den Kerl mal weg einsperren. Achso. Nein. Zu spät. Wenn er nochmal reinläuft. Danke. Nein! Nein! Dann springt er da drauf! Warte mal, das kriegen wir noch geregelt. Schnell zu machen! Ja! Jawohl! Da könnt ihr schon nicht mehr abhauen. Sehr nice. Wir sind irgendwo hier gespawnt, ne? Das heißt, ich stelle jetzt erstmal die Kiste hier. Na? Die Kiste hier hin. Was ist das denn? Lass mal in die andere Richtung gehen und gucken, was da so ist. Jan, wenn du die Seile haben. Warte, ich geh mal eben nochmal da, wo Josh gucken war. Hey, jetzt brauchen wir Fackel ab. Ich pack mein Eisenerz direkt mal hier rein. Und hier ist Zinn. Wenn ich keine Ahnung habe, wofür das gut ist. So. Ich laufe einfach mit dir mal nach links. Also, aber so mit Höhlen und so ist nicht ganz so viel, ne? Wir sollten vielleicht ein paar von den Sonnenblumen nehmen. Du sagtest ja, dass Sonnenblumen die Korruption aufhalten, ne? Ja, oder wir lassen die erstmal stehen und gucken wo wir uns ansehen. Ich dachte jetzt am... Okay, wir können natürlich auch erstmal ein Stück nach links laufen, aber da wird auch irgendwann die nächste Korruption sein, ne? Ja, ist halt die Frage, wie weit, ne? Okay, wir können auch ein Stück nach links laufen erstmal. Habt ihr die Kiste hier hingesetzt, oder? Die hab ich da hingesetzt, ja. Ist jetzt hier ist der Spawn noch, so. Ist dann die Frage, ob der Luke mitkommt, wenn wir weit wandern. Ich glaube nicht. Möchtest du ihn unbedingt mitnehmen? Ich hab erstmal hier ich so glaube nicht. Na, der Korruption hingesetzt. Häschen. Wie schick wir aussehen. Hier unten ist nichts Besonderes. Du, du. So wieder hammer epischer Anfang. Einfach nur rennen. Nehme ich aber auch trotzdem noch welche mit. Als Deko. Was? Zu Gecko gesagt? Als Deko. Da unten war nichts. Also doch. Was auch geil wäre, wenn der Baum ein bisschen dicker wäre, ne? Hätte man sich schön oben in so ein Baumhaus bauen können. Man kann ihn auch dicker machen im Zweifelsfall, wa? Okay. Hier ist Eiswelt. Der Baum geht nach Schneelandschaft. Cool.
finde ich cool. Es ist uns ja noch nicht begegnet bisher. Hier ist so eine Truhe drin. Keine Aufnahme. Was haben wir denn hier? Living Loom. Kann platziert werden. Used for special crafting. Fackeln. Ich nehme mal direkt mal die Recall Potion, Strahlentrank, Heiltrank, Granaten und. Ich nehme mal hier Tisch und so mit direkt, ne? Leafwand verbraucht Holz. Kann platziert werden. Ich nehme alles mit. Ist ganz schön viel Eis und Schnee und so ein Kack. Oh mein Gott. Ja, sollen wir mal hoch zu Basti gehen und oben Schnee und so. Ja, Alter, ich sehe gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sinnvoll war. Komm, so von der. Warte mal, ich baue mal hier so ein bisschen Holz ab. Ja, hier ist echt Eis, ja. Ja, dann sollten wir uns vielleicht doch am Spawn halten. Hier ist auch noch länger Eis. Oh, das oder wir gehen. Warte mal, hier. Ich höre so ein scheiß Wurm. Da. Recall Potion, Pfeile, Ropes, Granaten und Wurfmesser. Kannst du mir Licht machen, wo ich das Ding sehe? Gib mein Bestes. Alter. Oh, hier kann man schön Schnee- und Eisblöcke abbauen. Kriegt man die auch raus so? Ich hab sie gerade abgebaut. Vielleicht sollten wir uns echt in den einen Baum einfach reinbauen, da wo wir das Zeug rausgenommen haben. Rein theoretisch kannst du. Also Schneeblöcke kriegst du auf jeden Fall raus. Wir können ja eine Rope von oben runterhängen lassen. Bauen wir uns oben drauf ein Häuschen und dann. Ja. Seile genug haben wir. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, wenn man hoch und runter geht, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wird Nacht, oder? Wollen wir erst noch, wenn schon Nacht wird, hier unten erkunden? Basti, kommst du nach? Seid ihr einfach geradeaus runter? Einfach den Baum runter. Können wir uns sogar aussuchen, welchen wir nehmen. Links wäre interessant, weil wir direkt am Schneeding dran sind. Jo, hätte ich jetzt auch so spontan gesagt. Außen hier, das unter dem Wasser sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die interessant sind. Hast du die nicht gesehen? Wie viele Fackeln hast du denn? Wollte gerade sagen. Alter, die kommen. Alter, wie immer bei Terraria, einfach mal nicht im Blick, wie viel Power ich noch hab. Nee, hat man Basti, echt nicht. Du bist aber sehr, sehr nah dran zu verrecken. Was heißt nah? Was ist denn hier? Warte mal. Na, danke, Jan. Ich bin noch nie im Schnee. Ich finde das irgendwie ganz cool. Auch nicht. Sammelt man da wirklich Schnee? Jo, Schneeblock. Das ist cool. Ach, scheiße. Sekunde. Man rutscht wirklich auch nach. Boah, geil. Eisblöcke und Schneeblöcke. Finde ich cool. Aber da haben wir wahrscheinlich nicht so wenig. Kurz hat's bei euch auch so kurz gelegt? Yep. Interessant. Oh, ich habe auch nochmal Zinn gefunden. Eine kleine Störung hier. Wir sind's ja gewohnt. Alter, wo hänge ich denn jetzt fest hier? Ach, hier unten. Hä? Alter. Alter, auf den Eisblöcken ist man sau lahm. So, ich glaube hier rein. Ne, da war ich denn gerade so lahm. Wow, man rutscht. Wie geil man nachrutscht. So. Ui. Wollen wir dann nach rechts? Da war der eine Gang noch. Ich habe hier noch irgendwas gesehen. Oh, okay, war nichts. Okay, alles cool. Ich. Müssen wir nur nachher die Truhe noch nachziehen, die wir am Anfang haben. Dreckblock. Ja, das wird jetzt nicht so das Problem sein. Die ist ja nicht so weit weg, ne? Haben wir genug Schleim, um weitere Fackeln zu bauen? Hast du noch Schleim? Ich habe erstmal noch 19 Fackeln. Ich hätte noch 4 Schiff. Ach, Glibber heißt das ja, ist ja kein Schleim. Noch 4. Jan, ich glaube hier drunter ist noch eine Kammer. Oh, ich sehe da nicht viel. Bei euch ist auf jeden Fall da erstmal Eisen, Zinn, irgendwas. Hier unter dir ist auch was, Josh. Ja, unter mir ist eine Kammer, das sehe ich. Ja. Die lasse ich gerade voll laufen. Hier lass mal, Josh. Ah, okay. Hätte ich gesagt, sonst buddeln wir uns einfach von der Seite aus durch. Ja, ich habe es unterbrochen. Ist halb voll. Das Glas ist halb voll. Nein, es ist halb leer. Ich habe direkt schon so einen Einfall für den Namen. Sehe ich Namen ganz der, viele Leuchtquallen. Namen der Folge. Auch. Und täglich grüßt das Murmeltier oder sowas.
Schon für tausendmal anfangen. Habt ihr den Film eigentlich gesehen? Und ja, ist natürlich, ist ein Klassiker. Also, fand den voll witzig. Ja, ist, der ist auch gut, der ist wirklich gut gemacht auch. Boah, ich nehme auf jeden Fall Stein mit hier. Wenn ich schon ja, nicht sterben. Ne? Alles cool. Wenn der Schleim und ich so weiter traden, gewinnt zwar der Schleim, aber das ist alles cool. Ich muss sagen, so ein bisschen, aber bei Stein im Baumhaus ist natürlich ganz, nicht ganz so pralle. Okay, Josh, in deiner sogenannten Höhle ist einfach nur Bullshit, ne? Da bei Basti ist nichts mehr? Da ist so ein herumschwirrendes Auge da drüben gewesen. Das ist ein Herz. Ein Herz? Ein Herz. Hammer. Jo, da. Ja, müssen wir uns vormerken. Wieso? Ich glaube, das kann man noch inzwischen mit einer Spitzhacke abbauen. Ich probier's mal. Ach du Schande, ja, ja. 20! Ja, tot. Nein, nicht tot. 40 hast du noch. Das ist so ein Intelligenzbolzen, ne? Ich stehe hier extra und überlege, wie ich da runterkomme und ihr springt da einfach. Alter, Jan, wie bist denn du zu mir gebuggt? Warte mal, warte. Erstmal machen wir was ganz anderes. Nein, schnell Schleim. Glibber, kein Schleim. Hä? Warte mal, ich möchte diesen Kanister austesten. Schafft es irgendwie. Jetzt bräuchte man sowas wie Sand oder so, der runterfällt, weißt du? Leuchte dir mal. Ja. Okay, ich denke. Hab ihn. Hast du? Du Sausack. Wer möchte ihn haben? Alter. Was? Basti, nimm du das Ding mal. Oh. Das war jetzt richtig genius. Ja, ich weiß. Die Gewohnheit aus dem Inventar mit dem Linksklick zu ziehen. Fucking genius. Ach du Schande. Müssen sie töten. Awesome. Ich will eigentlich nur das Teil, was da unten rumsteht, haben. Da steht ja noch irgendwas, ne? Eine Vogelstatue. Ja. Unser Haus. Oh, ich weiß, cool. Leuchtstab. Immerhin. Jo, aua. Useful. Weißt du, ich habe mir 20 Leben zugegeben und sterb trotzdem gleich. Basti! Alter, was ist mit Atmen und so? Scheiße, fast vergessen. Basti! Ja, ich versuche da gerade hochzukommen. Erde, bau dir Erde. Ja, okay, du kommst auch. Dann musst du nur mal kurz erstmal atmen. Atmen ist wichtiger. Danke. Oh, da unten ist. Ja, ich sehe das auch. Doch noch mal ins Wasser. Barackt? Ja. Na schön, was ist denn hier links? Sieht auch nicht nach normalen Stein aus. Doch, das ist normaler Stein. Hier ist nur Eisenerz, aber ich gehe einmal Luft holen. Meine Güte. Was die macht, ein Schacht nach links. Wäre noch gut, wenn du eine Stufe nach oben gehst. Also nicht ja. Oh, Jan, da ist sogar ein bisschen mehr, ne? Das ist halt irgendwie gesagt, jetzt habe ich da extra Wasser drin. Ist da eine Kammer? Da ist eine Kammer. Da kannst du das Wasser reinlaufen machen. Wo? Wo ist eine Kammer? Unten. Warte, ich mach mal weiter. Ich muss erstmal atmen. Ich weiß zwar nicht, wie groß die Kammer ist. Awesome wäre es, wenn die mega groß ist und es einfach komplett rausläuft. Alter, Alter! Alter, macht der Schaden. Alter, der backt voll rum bei mir. So. Alter, ist wirklich komplett leer gelaufen. Awesome. Nein. Das war, glaube ich, keine so gute Idee. Was? Aber wir werden da nicht anders, hingekommen. Das ist jetzt. Das ist ein Leuchtstab, ne? Jawohl, da oben muss ich rein. Die bleiben da drunter, ne? Jawohl. Und hier rein. Blauqualle? Nee. Nein! Holztisch? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich verrecke jetzt hier. Ist dir das eigentlich? Nein, was machst du denn da? Alter. Ich mach mich mal auf den Weg zu dir, Basti. Ja, mach mal. Wenn es ein Leuchtstab, dass ich was sehe. Ich hab noch dreimal atmen. Du musst noch dreimal atmen. Das ja, ist, super, ich komme jetzt gerade nicht wieder. Nein, ich schaff's noch nicht. Ich bin da runtergefallen. Aber ich kann mich noch nicht mehr rausbauen. Ich habe eine Kiste noch gefunden. Oh, cool, Fackeln. Kannst du mal leuchten, mindestens, dass ich jetzt einen Weg sehe? Da unten ist auf jeden Fall was, Jan. Da ist auf jeden Fall was. Ja, und ich bin der Trunk. Jawoll. So, Zusatz, mein erster Zusatz.
Ich habe jetzt Hermesstiefel. Jetzt. Ich habe eine Sternschnuppe. Awesome. Ist wirklich awesome, ey. Ich habe aber auch noch ein Bild für uns mitgebracht. War da was unten? Ja. Weiß ich nicht, ich bin noch gerade dabei, mir sowas wie eine Luftblase zu basteln. Oh. Ja. Erstmal habe ich deinen Kram aufgesammelt. Das ist immer gut. Ich versuche mal dann weiter, so ein bisschen in die Richtung zu buddeln. Grabstein, natürlich. Das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich zurücklatsche zu euch, ne? Ich guck mal hier. Oh, wie schön schnell Eis und Holz, Eis und Schnee abzubauen sind. Also Eis geht, aber Schnee geht schnell. Blub, 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 blub. Ah. Ich wäre aber auch fast verreckt. Hauptsache, wir haben schon 4-5 Kisten oder so. Und das in der kurzen Zeit. Alter. Kannst du mir wenigstens mal eine Fackel zuwerfen, Jan? Ja, gib mir einen Moment. So, warte mal, bleib dir stehen. Was? Merci. Du hast übrigens so, einiges gedroppt. Soll ich das behalten, das ganze Zeug? Ja, halt mal. Wenn es dich nicht stört, erstmal ja. Alter, es ist Überleben, denke ich. Da unten irgendwas gesehen. Wahrscheinlich sind nur Bullshit gewesen. Ich würde jetzt gerne mal hin. Da oben Wasser? Ja, ne? Ja, was ist das dahinter? Siehst du das auch? Ja. Eine Kiste, oder? Ich weiß es nicht. Aber wir saufen ihn sofort ab. Einfach mal weggehauen und Jan sammelt es auf. Geil. Nee, ich habe nichts aufgesammelt. Habe ich selbst aufgesammelt? Nee, den Haltring hatte ich vorher schon. Das hatte ich auch schon vorher. Ich wüsste nicht, was es... Achso, doch da, Nachteulen-Trank. Geil, einfach wie so ein Trank hier rumgeistert. Ja, okay, das wär's dann hier, glaube ich. Ui. Außer meine Schuhe, ey. Ich habe einfach geflügelte Schuhe. Hauptsache, da oben ist eine Tür und dahinter ist... Ist das... Nein, da ist kein Wasser hinter, oder? Nein. Doch, ich glaube schon. Nein, das ist kein Wasser. Ich habe mich doppelt. Hinter der Tür ist Wasser, oder? Nein. Okay, ist natürlich jetzt... Oh, es passt trotzdem, ne? Siehst du? Kein Wasser. Es ist Eis, du siehst es ja rechts auch. Kupfermünzen? Okay, dann... Ja, dann können wir uns ja hierher wollen. Ich nehme mal die... Basti, nimmst du die Tür mit? Oder ich nehme die Tür mit. Dann können wir uns hier wieder hochbuddeln durch diesen Gang. Sehr schön. Oh, hier ist es allerhand. Gehen wir mal wissen, was da oben noch ist. Oh, Eistruhe. Was haben wir hier? Geld. Ich guck mal kurz, was da. Snowball Cannon. Geil. Hört sich schon mal an. Climbing Claws. Nehmen die Claws. Die Climbing Claws? Die waren, ja, habe ich vorhin aber auch schon mal gehabt. Das sind dann deine. Hab mich auf alles aufnehmen gedrückt. Ich hab nochmal Zinn gefunden hier oben. Was haben wir denn da? Snowball kennen, Fernkampfschaden, bla bla. Was brauch ich denn dafür? Möchtest du dann deine Climbing Claws haben? Was ist denn das? Damit kannst du, warte, ich kann sie mal kurz anlegen und es dir zeigen. Oh, ich würd's auch gern sehen. Moment. Wenn ich, ich brauch am besten irgendeinen langen Schacht nach unten. Jan baut sich einen Schacht. Bauen wir einen fixen Schacht, ja. Ich guck mal kurz, was hier so. Und zwar, wenn du jetzt kannst hier an die Seite springst, gehst, Alter, du so wie runter. Geil ist das denn? Dann kannst du jedes Mal weiter hoch. Einen Schacht hochschauen. Die will ich auch. Ja, das sind ja auch eigentlich deine dann, glaube ich. Ja. Dann gehen wir ein Stück rechts von mir. Gleich. Schmeiß ihn wieder unten rein, dann kann Basti es direkt üben. Eine Snowball Cannon ohne, okay. Ohne Snowball. Ach da. Ja. Musst du rechts ausrüsten. Ja, nice. Scheiß. Aber ich kann Snowballs herstellen aus Schnee natürlich. Was machen wir denn nun? Wollen wir mal uns erstmal bedanken, dass die Leute unsere, ja, nicer Scheiß, unsere erste Folge auch hier angeguckt haben und sehen uns dann. Ich bin erstaunt über eure Geduld, Leute, wenn ihr natürlich. Ernsthaft, ja, jetzt komme ich natürlich hier nicht raus, mega geil. Hammerfail. Geht ja noch, ist voll gut.
Ja, dann, Jan bullt sich da raus. In der nächsten Folge seht ihr, wie Jan neben mir steht. Bis dann. Bis dann.